Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir einfach mal ein paar Sachen zeigen zum Thema KI-Bilder auf Stockmarkets zu verkaufen und warum ich der Meinung bin, dass es mittlerweile ziemlicher Bullshit ist und viele YouTuber in vielen Sprachen tatsächlich sehr viel Mist erzählen. Ich zeige dir meine Erfahrung, die ich gemacht habe und auch ein paar Stimmen aus der Community. Bleib auf jeden Fall dran. Fangen wir mit meiner persönlichen Erfahrung an. Ich habe selbst Seiten getestet wie Wirestock und Adobe Stock, wo ich versucht habe, mit KI generierte Bilder zu verkaufen. Punkt 1 ist, dass es mittlerweile Ewigkeiten dauert, bis überhaupt mal ein Bild freigeschaltet wird. Bei Wirestock habe ich 2 Wochen gebraucht, um eine Freischaltung zu bekommen, wobei davon dann die Hälfte abgelehnt wurde. Und bei Adobe warte ich mittlerweile seit einer Woche und es ist immer noch nichts passiert. Hinzu kommt, dass wenn du eine Ablehnung bekommst, nach meiner Erfahrung her nicht mal eine Begründung bekommst für eine Ablehnung bei zum Beispiel Wirestock. Sei mal ehrlich, wie frustrierend ist das bitte, wenn du Arbeit reinsteckst und nicht mal ein Feedback dazu bekommst, warum die ganze Sache nicht angenommen wird. Fakt ist, ich bin damit nicht allein. Ich habe unter den Videos, die ich bisher gemacht habe, viele Kommentare auch gesehen, dass die Leute selber schon extrem lange warten auf eine Freischaltung oder dass Bilder abgelehnt wurden ohne Begründung. Und das zeigt mir eins, dass sehr, sehr viele YouTuber meiner Meinung nach einfach Videos machen, wo sie dir erzählen, wie viel sie verdient haben, um Klicks zu generieren. Das ist meine persönliche Meinung und mein Eindruck, denn ich habe es selber getestet. Mir kann keiner erzählen, dass er 500 Bilder hochlädt und die nach 2-3 Tagen genehmigt sind oder zumindest ein Teil davon und dann direkt Einnahmen generiert werden mit KI-Bildern. Wie gesagt, wir haben selber getestet und die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert. Und ich finde es einfach schade, dass Leute da draußen sind, um einfach nur Klicks zu generieren und irgendwelche Videos zu machen. Lass dich da auf jeden Fall nicht täuschen und schau mal ganz genau auf die Details auch bei solchen Videos, die dir da irgendwas versprechen. Kommen wir zum nächsten Part, meiner Meinung nach, ist die Übersättigung. Durch die Entwicklung der KI und durch diese vielen Videos von wegen, wie du schnell reich wirst mit KI-generierten Bildern, haben wir 2 große Probleme. Das erste Problem, was ich jetzt auch von Leuten aus der Community gehört habe, wenn du als potenzieller Käufer auf eine Plattform gehst, wo es Bilder gibt, die du kaufen kannst oder in einem Abo-Modell hast, ist die Auswahl so dermaßen groß geworden, dass du einfach schon total überflutet wirst mit Bildern und einfach komplett überfordert bist mit dem Angebot. Gleichzeitig wird es für den Verkäufer immer schwieriger mit jedem Upload, selbst wenn irgendwas genehmigt werden sollte, etwas zu verkaufen, weil die 2 Sachen spielen ja ineinander. Das heißt, je mehr Bilder ein Verkäufer hochlädt, desto geringer wird meiner Meinung nach auch seine Chance, etwas zu verkaufen, weil es gibt 1000 andere Menschen, die täglich Bilder versuchen hochzuladen, KI-generierte Bilder, und nicht so viele Menschen, die unbedingt jetzt Bilder haben wollen. Weil wenn ich andere YouTuber sehe, die Tausende von Bildern hochladen, ist für mich nicht der Fall gegeben, dass plötzlich Tausende Menschen auch nach diesen Bildern suchen. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist einfach, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir wirklich Möglichkeiten, wie man schnell reich wird und viel Geld in kurzer Zeit verdient? Ich bin der Meinung, nein, weil alle Sachen, die darauf ausgelegt sind, einfach nur mal eben schnell Kohle zu machen, werden auf lange Sicht auch so oder so nicht funktionieren, weil die Leute haben immer nur ein Ziel und das ist Geld machen und das wird einfach nicht klappen. Was habe ich für einen Lösungsansatz? Meine persönliche Meinung ist, dass KI-generierte Bilder eine geile Sache sind. Definitiv brauchen wir nicht drüber reden. Punkt 1 ist, man sollte nicht versuchen, schnell Geld damit zu machen. Und Punkt 2 ist, versuche lieber, und das ist meine Idee und so würde ich es halt auch in Zukunft mal testen, lieber einen eigenen Shop aufbauen. Natürlich kostet das am Anfang mehr Geld. Natürlich musst du auch viel mehr Zeit investieren. Aber ich bin der Meinung, wenn du dir einen bestimmten Stil überlegst und rausgefunden hast, wie du den Stil auch gut mit einer KI umsetzen kannst, was eine bestimmte Zielgruppe anspricht, also dir wirklich Gedanken machst, dann ist es sinnvoller, meiner Meinung nach, einen eigenen Shop aufzubauen und langfristig zu planen. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie du zum Beispiel mit Print on Demand so viele geile Produkte gestalten kannst. All-Over-Prints, Tassen, nicht nur T-Shirts und Hoodies. Du kannst mittlerweile Unterwäsche, du kannst Socken gestalten und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich viel. Und wenn du eine bestimmte Zielgruppe hast, die du richtig analysiert hast und ein geiles Design entwickelst,
hast du meiner Meinung nach viel höhere Chancen, auf lange Sicht erfolgreich zu werden, als mit, ich mach mal schnell ein paar digitale Downloads bei Etsy. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, und zwar möchte ich diesen Kanal hier aufbauen, um eine ehrliche und transparente Informationsquelle zu sein. Ich möchte Leuten helfen und selber für dich Sachen ausprobieren. Was funktioniert, was funktioniert nicht, warum funktioniert das Ganze oder warum funktioniert das gut? Und ich will hier auf keinen Fall irgendwelche Lernversprechungen machen. Deshalb lasst uns zusammen hier einfach eine ehrliche und vor allen Dingen auch hilfreiche Community aufbauen. Denn du bist da auch ein ganz wichtiger Teil meiner Meinung nach. Denn ich profitiere von deinen Erlebnissen und du profitierst von meinen Erlebnissen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz mit dir in die zwei Webseiten reingehen, die ich getestet habe, um dir einfach mal zu zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Und wir gucken uns das nochmal gemeinsam an. So, fangen wir mit Wirestock an. Das sind die Bilder, die ich bei Wirestock hochgeladen habe. Und wir schauen mal, hochgeladen wurden diese Bilder am 29. März. Das ist jetzt exakt 4 Wochen her. Innerhalb dieser 4 Wochen wurden 3 Designs für den Marketplace zugelassen und 4 darf ich nur über mein eigenes Portfolio verkaufen. Was sehr, sehr auffällig ist, dass du unten immer wieder die Werbung reingedrückt bekommst, dass du doch bitte upgraden sollst, damit das Ganze schneller geht. Finde ich, hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack und die Erfahrung von Benutzern hat mir auch gezeigt, dass die Leute sehr unzufrieden mit dieser Seite sind. So, und wenn wir mal kurz schauen, was so die Sachen, die Ablehnungsgründe sind halt so extrem oberflächlich gehalten. Scharfer Fokus fehlt. Hallo? Pure Lightning? Weiß ich nicht. Oder es ist irgendwas mit der Komposition nicht in Ordnung, was mit den Standards nicht übereinstimmt. So, also sorry. Das sind für mich keine Aussagen, mit denen ich arbeiten kann und wo ich sagen kann, okay, cool, hier zum Beispiel, wir wollen, mal blöd gesagt, keine Schwarz-Weiß-Bilder. Gut, kann ich mitarbeiten, mache ich keine Schwarz-Weiß-Bilder mehr. Aber das hier, das ist für mich irgendwie einfach nur nichtssagend. Schauen wir uns das Ganze mal an auf Adobe Stock. Und zwar habe ich hier vor einer Woche die Dateien hochgeladen. Da verlinke ich dir nochmal das Video dazu. Und du siehst, alle 25 Bilder sind noch in der Prüfung. Also hier hat sich auch noch nichts geändert. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass es sich nicht lohnt, Zeit zu investieren in Stockplattformen mit KI-generierten Bildern. Wenn du andere Erfahrungen hast, hey, dann lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Es wird mich super, super interessieren. Und ich kann nur eins sagen, lasst euch nicht so schnell blenden von irgendwelchen Gurus da draußen, die das große Geld versprechen. Ich habe es jetzt für euch auf 2 Plattformen getestet. Einmal 1 Monat und einmal 7 Tage. Klar, die 7 Tage lasse ich auch noch weiterlaufen. Und sobald sich da was ändert, bekommt ihr nochmal ein Update von mir. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass meiner persönlichen Meinung und Erfahrung nach es absolute Zeitverschwendung ist, mit KI-generierten Bildern auf Stockplattform zu versuchen, Geld zu verdienen. Ich habe noch viele weitere Ideen für dich. Wenn dir das Video hier gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da und wie immer, wir sehen uns im nächsten Video.